Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich für euch hier die Tops Euro 2024 Sticker Sammelmappe. Und zwar wollte ich euch mal zeigen, wie voll die ist und was mir vielleicht noch fehlt. Und dann kommt jetzt erstmal mein Intro und dann schauen wir mal in meine Mappe rein und dann geht's los gleich. So, ja, würde ich mal sagen, also so richtig voll, ja, also man sieht es jetzt zwar nicht, aber die ist gut dick. So, dann schauen wir mal rein. So, dann hätten wir die erste Seite hier, da habe ich alle vier Sticker, 1, 2, 3, 4, wäre alles voll. Also die erste Seite. So, dann hätten wir hier mit den Stadien. Da fehlt mir noch einer. Die Euro 2 hier. Die Euro 2 Stadion. Dann hätten wir hier die Gruppe A mit Deutschland, Schottland, Ungarn und ja Schweiz. Hier ist alles kompletto. Hier sieht es ein bisschen komisch aus, aber das Blaue hier, seht ihr ja, dass das eigentlich recht zusammenpasst. Naja, macht nichts. So, Gruppe A, da fehlen mir noch ein paar. Da fehlt mir noch die Deutschland SP, Schottland SP und Ungarn SP. Da habe ich nicht gerade eingeklebt, aber wurscht. Da bin ich nicht so pingelig. Ich hoffe, ihr seht das hier wegen dem Licht. So, Deutschland haben wir hier. Deutschland habe ich kompletto. Kompletto. Hier mit Lotta, Kahn und Schweini. So, da haben wir hier Schottland. Kompletto. Als nächstes hätten wir ja Ungarn. Ungarn ist hier auch komplett. Dann hätten wir hier die Schweiz. Da fehlt mir noch einer, sehe ich gerade. Die Schweiz 2 hier. Also falls einer von euch hier gerade das Video guckt und ihr habt vielleicht den. Und ich habe hier einen riesen Stapel noch an Doppelten. Das heißt, riesig ist er nicht. Vielleicht so. So, dann hätten wir hier die Gruppe B mit Spanien, Kroatien, Albanien und Italien. Und ihr seht hier, die ist alles voll. Als nächstes hätte ich hier Spanien, da fehlt mir auch noch. Espanyol SP. Und dann haben wir hier noch Gro PTW. Hätten wir von Albanien, fehlt mir noch SP hier. So, España, komplett, completo, Kroatien, da fehlt mir noch einer, Kroatien 20, hier ist sonst alles komplett, außer der eine fehlt mir. So, Italien, Italien ist komplett, da fehlt mir nichts mehr, also es sind nicht mehr so viele, wo mir fehlen. So, die erste Seite ist komplett, die zweite Seite, da fehlt mir hier die Alp 12, also Albanien. So. Dann kommen wir zu der Gruppe C. Hier ist alles voll mit den Sehenswürdigkeiten. So, dann haben wir hier die linke Seite ist komplett und hier haben wir noch Serbien SP fehlt mir und England SP. Hier ist die Gruppe mit Slowenien, Dänemark, England und Serbien. So, Slowenien, da fehlt mir noch die 10. Die 10. So, dann haben wir hier Dänemark, da fehlt mir die Dän 2. Sonst hätte ich hier alles. Dann hätten wir hier Serbien. Oh, da fehlen mir aber noch
Die SRB2, die SRB9 und die SRB910. Der Rest hätte ich alles. So, England. Die linke Seite ist komplett. Auf der rechten Seite fehlt mir die 15. Also eng 15. Die enge 15. So, Dream Team. Da habe ich ja nur die zwei Sticker hier, die kleinen. Ich habe mir hier eigentlich nichts eingeklebt. Könnte ich theoretisch, aber pff, warum sollte ich? So, hier Werbung. Werbung. Dann kommt hier die Gruppe D mit Österreich, Niederlande, Frankreich. Achso, da kommen noch mehrere. Polen, Estonia, Wales und Finnland. So, da fehlt mir hier von den Niederlanden, fehlt mir die SP. Sonst ist hier auf der Seite alles komplett. Auf der rechten Seite fehlt mir noch die Out SP. Dann haben wir hier Polen. Polen ist alles voll. Also ist mir nichts geklaut worden. Blöder Witz. So, Estonia. Kompletto. Dann haben wir hier Wales. Auch komplett. Finnland. Komplett. Niederlande. Komplett. Österreich. Österreich fehlt mir hier. Die 7 fehlt mir hier noch. Haben wir Francais, Francais. Da fehlt mir noch die 13, sehe ich gerade. Ansonsten ist alles komplett. So, da haben wir hier Gruppe E mit Belgien, Slowakei, Rumänien, Israel, Russland, Bosnien und Herzegowina und Ukraine. So, wir haben hier. Da fehlt mir noch von der Slowakei fehlt mir noch die SP. Rumänien fehlt mir noch die SP. Sonst habe ich hier alles. Dann haben wir Belgien. Oh, Belgien fehlt mir noch hier einiges. Die 1, die 7. Gut, zwei Sticker. Warum sage ich einiges? So, Slowakei fehlt mir noch die 17. Sonst habe ich hier alles. So, hier haben wir Rumänien. Ist auch komplett. Oh, hier fehlen mir. Oh. Israel, die 4 und die 5. Sonst habe ich hier alles auf beiden Seiten. Dann haben wir Bosnien. Komplett. Ukraine fehlen mir auch zwei. Die 2 und die 3. Sonst ist hier alles voll. So, dann haben wir noch die Gruppe F mit Türkei, Portugal und Tschechien. Dann haben wir noch Georgien, Luxemburg, Griechenland und Kasachstan. So. Wir hatten hier von der Türkei fehlt mir noch die SP. Und hier Top 1 fehlt mir noch von der Türkei. Von Portugal fehlt mir noch die SP. Sonst hätte ich hier alles. So, Türkei. Komplett. Da haben wir Georgien. Auch komplett. Luxemburg. Komplett. Griechenland. Komplett. Kasachstan. Komplett. Da haben wir hier Portugal. Mit Sü Ronaldo. Ah, komplett. Pepe hat ja aufgehört. Ist er überhaupt auch hier drin? Pepe? Palinha, der ist ja jetzt bei Bayern. Warum ist denn Pepe hier eigentlich nicht drauf? Oder bin ich blind? Hm. Naja, egal. Ist ja wurscht. Tschechien. Fehlt mir noch einer, sehe ich gerade. Die 21 hier.
Sonst hab ich euch. So, Legends, da fehlt mir noch eine sich. Die Nummer 9. Und das war's mit der Mappe. So. Und ich zeige euch mal noch hier die ganzen Special-Sticker. Naja, was heißt Special? Ich habe hier noch Sidan als Purple. Dann habe ich das ukrainische Logo. Purple. Benjamin Sesko Purple. Dann habe ich hier Ünder als Unterschrift. Rodri als Unterschrift. Lukaku als Unterschrift. Dann haben wir hier Spanien Logo als Purple. Haben wir hier noch Szoboszlai als Purple. Dann haben wir hier im Blau. Im Blau haben wir hier Samardzic. Keine Ahnung. Manche Namen sind furchtbar. Dann haben wir hier Sesko. Unterschrift. Haben wir hier Lila wieder. Suslov. Oh, hier in Grün. In Grün habe ich hier, wer ist denn das? Milinkovic. Savic, Grün, Blau, Lila und Grün. So, Gilmour, Wipotnik. Dann habe ich hier noch Kier, Gündogan. Der hatte jetzt auch aufgehört, habe ich heute gerade gelesen. Also ich nehme das hier jetzt gerade montags auf, also gestern. So, dann haben wir hier noch die Schale, Schüssel, Pokal, Kroatien. Dann haben wir Luis. Und hier im Blau, Hadji, im Blau. Dann haben wir hier Benes, nicht Bene, sondern Benes. So, Spanien. In Spanien in Blau. Weiß nicht, das ist, glaube ich, Blau ist, glaube ich, Blau oder Grün, was ist seltener? Blau oder Grün? Szoboszlai. Manche habe ich ziemlich oft. Chanalulu. Sind die den Zidane? Rumänien. Logo Bernardo Silva als Unterschrift. Kingsley Coman als Unterschrift. Schon wieder Rodri. Højbjerg. Gakpo. Und Kovacic. Ja, das war jetzt mein Album und meine Sticker hier, die wo ein bisschen wertvolle, was heißt wertvoll sind die? Ich weiß nicht. Die hier werden wahrscheinlich nicht wertvoll sein, weil es sie öfters gibt. Aber hier die grünen und die blauen könnten vielleicht ein bisschen was wert sein. Aber ich weiß nicht. Ja, falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, lasst kostenlos ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.